Bin gerade erst reingesaust von meinem Fahrrad. Bei uns in Hamburg ist es richtig, richtig kalt. Oh, ein Feuerwerk, ein Herzen. Ich grüße euch. Heute machen wir Tag 2 zu Thema nachhaltige Geldanlage. Und ich dachte, da ja viele von euch gerne in ETFs investieren wollen, sicherlich oder auch schon investiert sind, und das Thema Nachhaltigkeit einen immer größeren Raum einnimmt, was mich freut und da auch ganz viel Bewegung ist. Ja, mal schauen, ob der Brexit gute Nachrichten bringt, Marion. Wir werden sehen. Also das Thema breitet sich aus, was gut ist, denn dadurch entsteht Druck von mehreren Seiten. Von der Anlegerseite entsteht Druck auf die Unternehmen und auf die Regierungen und aber auch von Seiten der Konsumenten, die wir ja auch ja, nachhaltig konsumieren und dadurch natürlich die Unternehmen bevorzugen, die sich nachhaltig verhalten. Wenn ihr in ETFs nachhaltig investieren wollt, stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn ein ETF jetzt nachhaltig und woran erkenne ich überhaupt einen nachhaltigen ETF? Ist ja mal viel Papierkram zu lesen, aber nachhaltige ETFs erkennt ihr sofort im Namen oben. Und zwar ist im Namen immer ein Abkürzel in irgendeiner Form, woran ihr erkennt, dass es sich um einen nachhaltigen ETF handelt. ETFs sind ja immer gleich aufgebaut. Der Name ist immer nach demselben Muster aufgebaut. Zuerst, ich habe hier mal hier dabei ein Factsheet. So heißt das. Da stehen alle wichtigen Informationen drin, die die Marketingabteilung des Fonds erstellt hat. Das ist das Factsheet. Hier stehen sehr viele wichtige Sachen drin, unbedingt lesen. Und zwar ist das das Factsheet, das Faktenblatt, so könnte man es übersetzen, ganz plump, von iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF in Euro. Klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Aber so ist jeder ETF aufgebaut. Zuerst kommt der Verwalter, der den Fonds anbietet. Das ist in diesem Falle iShares. Das ist die ETF-Sparte von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter. Ich glaube, es ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Vielleicht gibt es aber noch einen größeren. Dann der MSCI Europe. Danach, nach dem Verwalter, der den anbietet, den ETF, kommt immer der Index. Der Index, auf den sich der ETF bezieht. ETFs sind ja, ne, börsengehandelte Indexfonds, also das ist der ETF. Quatsch, das ist der Index, auf den sich der ETF bezieht. Und danach kommt ein Kürzel, an dem ihr erkennt, ob es ein nachhaltiger ETF ist oder nicht. Das ist in diesem Falle SRI, das Socially Responsible Investment. Das hatte ich euch gestern erzählt, ne? Das ist so der Oberbegriff. Daran seht ihr, okay, das hat irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun, ist aber noch lange kein Qualitätsmerkmal. Ne? Das hatte ich euch gestern gesagt. Und dann kommt das UCITS, das UCITS, das ist eine regulatorische Abkürzung. Das heißt, der Regulator, die BaFin, die Bankenaufsicht hat drauf geguckt auf dieses Produkt und dann kommt ETF, ne? Und dann dieser ist in Euro notiert. Also iShares, der Anbieter, MSCI Europe, in diesem Fall der Index kommt dann, dann das Kürzel, nachhaltig oder nicht. Wenn es nicht nachhaltig ist, kommt dieses Kürzel nicht. Und dann kommt der regulatorische Hinweis und dann eben ETF und dann in Euro. Und dann hängt manchmal noch dran ein C für Accumulating. Das sind die, die thesaurieren, also die Gewinne wieder in den Fonds reinnehmen. Oder Distributing, da steht dann manchmal ein D dahinter. Distributing heißt ausschüttend. Na, das sind dann noch so kleine Sachen. Anteilsscheinsmerkmale heißen die. Und so ist jeder ETF-Name aufgebaut. Das ist immer dasselbe Schema. Und bei diesem iShares MSCI Europe ist es eben dieses SRI-Abkürzel. Es kann da aber auch ein ESG stehen, Environmental Social Government, dieses Abkürzel, oder ein ESG-Screened. Das ist eben nach diesen ESG-Kriterien durchforstet, so ein ETF. Oder es kann auch eine ganz kurze Abkürzung stehen, nämlich X. Also diese MSCI Europe zum Beispiel, Ex-Weapons oder Ex-Alkohol oder Ex-Tabakko, also ausgeschlossen diese Branche. Wie kommt jetzt nun dieser iShares MSCI Europe? Den gibt es ja auch ohne nachhaltig. Zum Nachhaltigsein, indem ein Auswahlverfahren, ein zweistufiges Auswahlverfahren
draufgeschaltet wird. Es gibt diesen Elternindex, so nennen sie das Parent Index. Das ist in diesem Falle der MSCI Europe, ne? Also der MSCI, der die größten marktkapitalisierten, stärksten Unternehmen Europas im Index abbildet. So, und dieser Index wird hergenommen und dann werden die Bad Guys rausgeschmissen. Also, ne, in diesem Falle werden dann rausgeschmissen umstrittene Waffen. Es gibt auch unstrittige Waffen, interessant, ne? Unstrittige Waffen sind Pistolen zum Beispiel. Umstrittene Waffen sind die Tretminen zum Beispiel. Und nee, die heißen nicht Tretminen, die heißen irgendwie anders. Fällt mir gerade nicht ein. Atomwaffen, die herstellen, Tabak wird ausgeschlossen. Nee, doch hier, guck, zivile Schusswaffen werden hier auch ausgeschlossen. Das ist interessant. Konventionelle Waffen werden ausgeschlossen, Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung wird auch ausgeschlossen, Atomkraft und genetisch veränderte Organismen. Also Unternehmen, die. Landminen, danke, danke. Tretminen, das ist, glaube ich, was anderes, Landminen. Ich danke euch. Genau. Also, das wird ausgeschlossen. Das ist interessant, dass auch zivile Schusswaffen ausgeschlossen werden. Okay, also der MSCI Europe, die Unternehmen werden angeguckt und alle die werden schon mal aussortiert. Die fliegen raus, die kommen gar nicht mit rein. Und im nächsten Schritt werden dann die verbliebenen Unternehmen angeschaut und durchgescannt nach bestimmten Kriterien, nach Social Responsible Kriterien, die iShares festlegt, nee, Quatsch, die MSCI Europe festlegt, der Indexanbieter festlegt. So, und dann wird es durchgescreent nach eben Kriterien, nach diesen Social Responsibility, nach den ESG-Kriterien, ne? Dass eben, was weiß ich, Umwelt beachtet wird und dass ordentlich mit Müllverbrennung umgegangen, öffentlich mit Müllentsorgung umgegangen wird, das Wasser nicht geschädigt wird, bestimmte Frauenquote eingehalten wird und so weiter. Und was neu ist, interessanterweise, iShares hat jetzt eingeführt, habe ich gerade gesagt, dass MSCI Europe das macht? Nee, das macht iShares dann diese Aussiebung. Die haben jetzt im November vergangenes Jahr 2019 diesen iShares MSCI Europe SRI verändert, diesen Index. Und zwar zu dem MSCI Europe Select Reduced Fossil Fuels. Die haben also nochmal einen Filter drüber gelegt. Und zwar werden jetzt alle Firmen auch rausgefiltert, die irgendwie mit Kohle zu tun haben, die in Fracking aktiv sind oder das unterstützen. Also nochmal ich sag mal, so ein Carbonfilter drüber gelegt über diese Unternehmen. Und die eben sich verstärkt auch in diesen Bereichen engagieren, die werden auch raussortiert. Das ist neu. Das ist super interessant und ich bin nicht sicher, das habe ich noch nicht nachgeprüft, ob das nur iShares macht. Larry Fink, der Chef von iShares, von BlackRock, hat ja vor ein paar Tagen, na, vor ein paar Wochen, sehr medienwirksam angekündigt, dass er den Vorständen stärker auf die Finger klopfen will, dass die sich nachhaltiger aufstellen. Er hat ihnen ja einen Brief geschrieben, der auch öffentlich einzusehen ist, dass sie sich doch bitte mehr für nachhaltige, ethische und soziale Belange einsetzen sollen in ihren Unternehmen. Wir werden sehen, ob das tatsächlich vor allen Dingen Marketing war oder ob er es wirklich damit ernst meint. Wenn ich diesen MSCI Europe iShares ETF anschaue, dass jetzt noch mal so ein Carbonfilter, sage ich jetzt mal, ein Kohlenstoff-Kohlefilter drüber gelegt wurde, finde ich das sehr interessant. Ich traue ihm noch nicht so richtig mit seiner Ansage, aber wir werden sehen. Wir warten es mal ab. Ich fände es gut, weil BlackRock zählt wirklich zu den größten Vermögensverwaltern. Sie verwalten derzeit 11 Billionen US-Dollar an Vermögen. Wenn wir mal unser Bruttoinlandsprodukt dagegen stellen, wir sind zurzeit so etwa bei 3,8 Billionen Euro.
Also, das ist fast viermal so viel verwaltet BlackRock an Vermögen. Und BlackRock verwaltet nicht nur Vermögen, das ist nämlich auch eine ganz interessante Sache. Sie verwalten nicht nur Vermögen über ETFs oder aktiv gemanagte Fonds, sondern sie sind auch selber noch an den großen Unternehmen dieser Welt beteiligt. Also an einer Daimler beteiligt, an der Deutschen Bank mit, ich glaube, 4 oder 5% beteiligt. Sie sind einer der Hauptaktionäre, wenn nicht sogar der Hauptaktionär an der Deutschen Bank. Sie sind an SAP beteiligt, sie sind an Alphabet, an Amazon, an allen wirklich großen global agierenden Unternehmen ist BlackRock direkt beteiligt und über seine ETF-Sparte auch noch direkt an den Aktien der Unternehmen. Das ist eine ganz interessante Mischung und das ist auch eine Interessenskollision bei BlackRock. Super interessant zu beobachten. Wir werden das schauen. Okay, ich schweife etwas ab. Entschuldigt. Also, daran erkennt ihr das und so wird das ausgesiebt. Und am Ende bleiben eben bestimmte Unternehmen übrig, die in Ansicht von iShares, also von BlackRock, und von dem Indexanbieter als nachhaltig gelten. Im Sinne ihrer Kriterien, nicht im Sinne eurer Kriterien, im Sinne ihrer Kriterien. Ihr müsst für euch jetzt entscheiden, sind das auch meine Kriterien? Also hier wird schon echt viel aussortiert, was positiv ist, was ich auch gut finde. Und dann kann man sich nämlich angucken in diesem Factsheet auch die Top-Unternehmenspositionen, also die Unternehmen, die am meisten im Fonds drinstecken. Das ist hier bei diesem iShares die ASML Holding, kenne ich nicht. Dann Roche Holding, dann die Allianz AG, einer der größten Versicherer der Welt. Die Siemens AG ist hier drin. Dann SAP. SAP, das kann ich nachvollziehen. Ja. Eine Unilever ist aber hier drin. Zum Beispiel L'Oréal Adidas. Unilever ist meiner Meinung nach auch kritisch zu sehen, weil die, glaube ich, ganz viele Palmölplantagen hochgezogen haben und das nicht zugunsten der Umwelt. Also, da bin ich mir nicht sicher, warum die dann noch drin sind. Das müsste man sich dann mal anschauen. Und wenn ihr weiter also wenn euch das interessiert und sagt, also das würde ich aber noch genau gerne wissen, welche Unternehmen da alle drin sind, also alle, dann findet ihr das nicht im Factsheet. Dazu müsst ihr in die Jahresberichte reingehen, in die Halbjahresberichte. Wenn ihr auf justetf.com geht, justetf.com, da sind alle in Europa handelbaren ETFs, stehen dort, werden dort ausgewertet. Dort könnt ihr bei den jeweiligen ETFs sehen, wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, diese Factsheets und die wesentlichen Anlegerinformationen und dort stehen auch die Halbjahresberichte. Und in diesen Halbjahresberichten scrollt ihr euch runter bis auf das Schedule of Investment. Also da stehen wirklich alle Unternehmen, die im ETF dann drin sind, zu ihren Anteilen. Und da könnt ihr ganz genau sehen, die Firma ist drin, die Firma und ihr könnt entscheiden, ja, kann ich mitgehen bei dieser Firmenauswahl oder ich kann eben nicht mitgehen. Das heißt, das Ganze ist wirklich keine Blackbox. Ihr könnt euch das alles anschauen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch den Methodenkatalog von MSCI durchlesen und genau euch anschauen, wie was raussortiert worden ist. Ich muss gestehen, dass ich das selber nochmal nachlesen muss, wer jetzt hier wie alles raussortiert. Ob iShares sich den MSCI Europe hernimmt und dann nochmal seinen Carbonfilter drüber legt oder ob also MSCI, der Hauptindexanbieter, seinen Europe-Unterindex nochmal anbietet mit noch einem Screenfilter. Das muss ich mir selber nochmal angucken. Das ist mir auch noch nicht ganz klar. Das werde ich nochmal nacharbeiten. Bis vor kurzem war hier auch noch Total drin, der Ölkonzern. Da gucke ich jetzt mal in den aktuellen, die aktuellen Jahresberichte sind noch nicht draußen. Da gucke ich auch mal hin, ob der noch drin ist. Das ist super interessant. Da tut sich nämlich ganz viel auf dieser Ebene. Okay, also ihr müsst hingucken, wenn ihr in nachhaltige ETFs investiert, guckt hin, sucht nach diesen Zeichen SRI, ESG.
und diese Ex-Geschichten. Und dann könnt ihr euch tiefer eingraben. Kommt immer vom Index her. Guckt immer, welcher Index euch interessiert. Ich würde immer von den ganz großen Indizes ausgehen, ne? Von MSCI oder von dem FTSE, dem FTSE, den Financial Times Stock Exchange Index der Briten. Oder dann eben den Stock, den Eurostock 600 oder den Standard & Poor's 500. Also ich würde von den großen Indizes ausgehen und dann runterbrechend in die nachhaltigen ETFs eben reingehen. Denn was bei nachhaltigen Fonds auch immer eine größere Rolle spielt, sind quasi selbstgebaute nachhaltige Indizes. Wie zum Beispiel hier der Dow Jones Global Sustainability. Es gibt keinen Dow Jones Global großen Index. Das ist also ein tatsächlich gebauter Dow Jones Global Sustainability. Sustainability, nachhaltig oder langhaltig, ne? Bietet auch iShares an. Da findet ihr die Abkürzungen nicht. Das ist so ein extra gebauter, nachhaltiger Index, wo man sich dann auch schon wieder fragen kann, ja, ist das jetzt irgendwie echt noch passiv? Das ist ja schon, hat ja schon eine Form von aktivem Investment. Und wenn heute habe ich auch das Factsheet hier. Und wenn man sich diesen Fonds anschaut, da sieht man bei den Unternehmen, die am meisten im Index vertreten sind, dass da Microsoft ganz oben steht, zum Beispiel. Alphabet, also Google. Was an denen so nachhaltig ist, ist mir nicht ganz so klar. Und eine Nestlé ist hier noch drin. Nestlé beutet Wasser aus in einigen Ländern, verkauft sie für teures Geld in die Welt. Nicht besonders nachhaltig. Es kann sein, dass auch das bald aussortiert wird. Dieser iShares Dow Jones Global Sustainability investiert, auch wieder hier rausgeschmissen sind Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Waffen, nicht jugendfreie Unterhaltung. Aber hier ist eben nur allgemein Rüstung und Waffen. Da weiß man nicht, welche Waffen sind das genau. Schusswaffen sind die noch, gelten die noch als gute Waffen oder schlechte Waffen. Ja, und dann eben Engagement mit in Aktien, die auf Nachhaltigkeit hin überprüft wurden. Aber welche Nachhaltigkeitskriterien, die stehen dann in diesen Dow Jones Global Sustainability Methodenkatalogen, da kann man sich das alles durchlesen, aber ob das eure Kriterien sind. Ich weiß nicht, ich finde diesen iShares Dow Jones Global Sustainability finde ich nicht überzeugend, zum Beispiel als nachhaltigen Index, allein schon, weil unter den Hauptpositionen die Nestlé mit fast 2% im Index, im ETF vertreten ist. Wäre für mich ein Ausschlusskriterium oder ist für mich ein Ausschlusskriterium, sagen wir es mal so. Okay, das gibt es in aller Kürze dazu zu sagen. Lest euch da ein bisschen rein, guckt euch die Factsheets an, guckt euch vor allen Dingen auch die wesentlichen Anlegerinformationen an. Aber zu den nachhaltigen ETFs ist vor allen Dingen das Factsheet super aufschlussreich. Und dann im nächsten Schritt in die Jahresberichte zu gehen oder Halbjahresberichte. Das sind auch die Positionen aufgelistet. Ne? Guckt euch sowas auch mal an. Okay, Kerger, für dich ist das auch, ist auch ein Ausschlusskriterium, ne? Dass Nestlé da drin ist. Ja, ist für mich auch. Okay, und wie gesagt, ihr könnt in diese ganzen Positionen reinschauen. Ihr kauft da keine Blackbox. Ihr müsst euch aber die Arbeit machen. Und die Berichte mal anschauen, sucht nach diesem Schedule, Schedule of Investments. Auch wenn die in Deutsch geschrieben sind, wird das dann so bezeichnet und oder Aktien nach Aktien investiert, irgendwie sowas steht da. Ich trinke mal einen Schluck. Und so könnt ihr euch euren ETF nachhaltig raussuchen. Ich würde mit den großen Indizes anfangen und dann mich da durcharbeiten. Ihr könnt das auch wunderbar bei justetf.com, geht ihr auf ETF-Suche, geht links in die Maske, da ist so ein langes Menü, klickt bei Aktienstrategie oder bei Anlagestrategie Aktien an und dann guckt ihr bei der Indexstrategie, ist das glaube ich, dort wird euch dann unter anderem nachhaltig angezeigt und dann könnt ihr gleich euch nur die nachhaltigen anzeigen lassen. Okay? Also, viel Spaß beim Investieren, wünsche ich. Ich verabschiede mich, wenn ihr nicht noch Fragen habt dazu, zum Thema ETF und nachhaltig. Ist viel Musik im Moment drin in dem Thema?
Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es hat sich schon im vergangenen halben Jahr viel dabei getan in dieser ETF-Sparte. Ihr habt es ja gesehen. Das, was ich euch da zitiert habe, den MSCI Europe SRI, der hat sich innerhalb von einem halben Jahr gewandelt zu einem Selected Reduced Fossil Fuels Index. Not bad, würde ich sagen. Also, ich grüße euch, wünsche euch einen schönen Dienstagabend und morgen sehen wir uns zum ersten Wunschthema, das ich noch nicht verrate, weil ich habe mich nämlich noch nicht so entschieden. Ich habe, glaube ich, 10 Wunschthemen. Wenn ihr noch eins habt, schreibt mir eine Direktnachricht, dann nehme ich das mit und dann arbeite ich die morgen, übermorgen, übermorgen am Freitag auch noch ab. Also, könnte es einen ETF auf den Naturindex geben? Könnte es mit Sicherheit, aber habe ich noch nicht gesehen, Anna. Aber könnte man ja mal nachgucken auf dem NAI. Ich habe mir den NAI gestern nochmal nachgeschaut, nachdem ich euch da nochmal was drüber erzählt hatte. Und da sind schon ganz interessante Unternehmen drin. Ich glaube, europaweit war das. Nee, ein kanadisches Unternehmen war auch noch drin. Also das war, ist schon eine ganz spannende Mischung. Okay, also von dem du gestern gesprochen hast, ja, den NAI, habe ich noch nicht gesehen. Aber gucke ich mal. Ist eine interessante Frage, ja. Okay, prima. Mach ich. Können wir ja beide mal gucken bei Just ETF. Okay, ja, ich danke euch auch. Okay, also ich winke euch zu, sag Tschüssi und macht euch schlau, nicht nur mit der Geldfrau, finanzschlau. Okay, also ciao, ciao.